Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, jetzt kommt wieder ein Langzeittest auf uns zu und zwar Netgear Orbe. Ich habe es eigentlich als den heiligen Gral des Internets bzw. der internen Hausverbindung beschrieben. Und jetzt bin ich schon fast im vierten Jahr mit Netgear Orbe. Ich habe noch immer die RBK 23, das heißt, ich habe einen Router und zwei Satelliten. Hier haben wir jetzt den Satelliten bei der Hand und ich muss sagen, ich bin noch immer begeistert. Es ist noch immer richtig das Beste, was ich bis jetzt an Internet gehabt habe, beziehungsweise was ich vorher schon alles getestet habe, mit normalen Router, dann einfach so mit Repeater verstärken, dann über die Steckdose bin ich gegangen. Aber ich bin jetzt wirklich zufrieden mit dem Netgear Orbi und es funktioniert wirklich super, egal ob ich jetzt vom Keller in den ersten Stock, in das Erdgeschoss gehe, wurscht wo ich hingehe, sogar ein bisschen rund ums Haus ist immer ein bisschen Internet und vor allem rund ums Haus ein bisschen Internet, im Haus ist eh genug Internet beziehungsweise die Signalstärke und es funktioniert wirklich super. Und es ist auch immer alles mit der App recht einfach, beziehungsweise zum Installieren oder zum Einstellen. Es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt und das ist einfach das 5 GHz Netz und das 2,4 GHz Netz. Es gibt sehr, sehr viele Geräte bei mir im Haus, die was nur 2,4 GHz verwenden. Sei es jetzt zum Beispiel Nanoleaf-Beleuchtung, wie ich es jetzt schon getestet habe, oder brandaktuell diverseste Smart-Home-Sachen, sei es jetzt zum Beispiel mein neuer Geschirrspüler kann ich jetzt mit dem WLAN verbinden, oder sei es jetzt die Waschmaschine. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch meinen Saugroboter mit dem Internet verbinden und da ist immer das Problem, dass das 2,4 GHz nicht angespielt wird. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt heißt, okay, wir schalten mal kurz das 5 GHz Netz aus und gehen jetzt nur mit 2,4 GHz rein. Das funktioniert einfach nicht und da habe ich echt wirklich Schwierigkeiten, manche Sachen dann zu verbinden und es ist wirklich sehr, sehr mühselig und da habe ich schon ja, wirklich Probleme gehabt beziehungsweise wirklich schwerste Einstellungsmöglichkeiten, aber ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein cooles Software-Update. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch für meine Generationen ist, weil es gibt ja schon sehr, sehr viel weitere Generationen. Ich habe ja damals bezahlt für dieses Dreier-Set um den Daumen so, ich glaube, 300 oder 400 Euro. Jetzt kriegt man es noch immer, die gleiche Generation, noch immer um so 300 Euro. Aber es gibt natürlich auch schon viel bessere, sei es jetzt mit Wi-Fi 6, das hatte meines noch nicht. Könnte man sich dann auch noch holen mit schnelleren Datenübertragungen, mit besserer Reichweite. Da gibt es zum Beispiel jetzt die RBK E963 Quad Band. Ja, da sind wir schon bei 10,8 Gigabit Wi-Fi 6. Bis zu 600 Quadratmeter Flächenabdeckung für das ganze Internet. Spaß kostet halt dann mit einem Router und zwei Satelliten 1700 Euro. Das ist dann schon ein bisschen sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wenn man wirklich immer konstant gutes Internet will, kann man sich das halt mal gönnen. Oder es geht dann halt noch weiter. Wir haben zum Beispiel den Orbi RBK 853 mit einem Triple Band, ja, das ist mit 6 Gigabit. Dann haben wir noch die RBK 753 mit 4,2 Gigabit und immer mehr nimmt halt dann die Fläche ab, wie viel Raum dann abgedeckt wird. Aber ich würde mal sagen, die RBK 753 mit 4,2 Gigabit und Wi-Fi 6 und mit einer Raumabdeckung von 525 Quadratmeter ist auf jeden Fall ausreichend. Kriegt man aktuell so um die 500 Euro das Ganze, jeweils mit einem Router und zwei Satelliten dazu. Ja, man könnte es natürlich immer erweitern mit mehreren Satelliten. Es gibt sogar eigene Netgear Orbi für den Außenbereich. Die kann man an die Wand außen montieren und sind halt quasi witterungsfest. Das habe ich mir auch schon überlegt, zum Beispiel für meinen Garten, aber mein Netgear Orbi, also der Router, steht eigentlich sehr gut, dass er halt den ganzen Garten und Terrasse auch noch dazu abdeckt. Ja, also mein Fazit nach fast 4 Jahren, Netgear Orbi, ich habe es richtig gut gemacht. Ein, zwei Kritikpunkte habe ich halt, habe ich schon erzählt, mit den 2,4 GHz und 5 GHz, aber sonst noch immer höchst zufrieden und ich werde dabei bleiben und ich werde es auf jeden Fall auch nicht auswechseln. Das Einzige, was mal passieren könnte, ich wäre es vielleicht verbessern, eine höher qualitativ andere von Netgear Orbi, sei es jetzt mit dem Wi-Fi 6 oder halt mit dem Triband, mit dem Quadband, schauen wir uns das mal an. Was halt da wirklich gut ist, man hat insgesamt drei Antennen, das heißt jetzt mit einem 2,4 GHz und das 5 GHz und die dritte Antenne ist einfach, wo die Orbis dann untereinander funktionieren und das macht einfach das so richtig cool und richtig leibend und darum macht es auch viel Spaß. Und was auch sehr schön ist,
schauen halt immer so aus wie kleine Deko-Vasen. Also die sind auch nicht einmal störend. Das ist nicht irgendwie so dieser Standard-Router, der was einfach nur irgendwo ein Klops ist und dort steht und nicht gut ausschaut mit 100.000 Antennen. Nein, da ist das Ganze hier drinnen schön eingebaut. Ja, was sagt ihr zu den Netgear Orbis? Ich bin noch immer zufrieden. Habt ihr die auch zu Hause? Oder ähnliche Mesh-Produkte? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Den Link dazu natürlich von meiner Generation und von den ganzen neuen Generationen für euch unten in der Videobeschreibung. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.